Wenn Giulio Donati mal nicht auf dem Fußballplatz steht, steht er am liebsten in der Küche. Kochlöffel und Pfannen schwingt er nämlich mindestens ebenso leidenschaftlich, wie er nach vorne verteidigt und Bälle erobert. Vielleicht nicht ganz so aggressiv, aber eben auch schon, seit er noch ein kleiner Junge war. Ja, meine Oma und meine Opa hatten viele Restaurants in Italien, wann ich war Kind. Und sie haben diese Passion gegeben und ich liebe Kochen und gute Essen. Aber ähnlich wie beim Fußball musste Klein Giulio damals auch erstmal durch die harte Schule. Die Herdplatte war Hoheitsgebiet von Oma und Opa und außerdem eh viel zu hoch. Ich war zu klein, ein Meter, so ich muss nur gucken, ein bisschen auf die Stühle. Und ich war nur die Assistentin, weil ich grande Chef. So, ich muss nur aufräumen und ein bisschen manchmal schneiden, aber sie machen gerne alle sie. Aus dem Fußballer ist seitdem auch ein sehr passabler Koch geworden. Und wenn der Papa zu Besuch ist, wird natürlich italienisch gegessen. Ist der Chef, ja, genau. Kontrolliert, Kuchen. Aber hat gesagt, wir sind alles in Ordnung. Überhaupt Essen, quasi Giulios Geheimrezept, um zum Beispiel auch jetzt wieder während der englischen Wochen immer genug Körner im Tank zu haben. Ja, weil wenn du selbst kochen, du weißt, was du isst. Und du kannst choose zwischen, vielleicht jetzt wir machen mit Tomaten, Zucchini, ein bisschen Gemüse und dann Protein mit Gambas und du hast Kohlenhydrat mit Pasta, so du hast auch eine gute Diät und wenn du bist ein bisschen müde, du machst ein bisschen mehr Kalorien oder ein bisschen weniger, wenn du bist gut. So, du kannst immer ein gutes Gefühl. Und das gute Gefühl hat der Rechtsverteidiger auch für den kommenden Block an großen Aufgaben in der Europa League und in der Bundesliga. Jetzt, wir müssen nur weitergehen und auch wenn vielleicht in die dritte oder vierte Spiel ein bisschen Müdigkeit kommt, weil ist normal, wir müssen mit die arbeiten. Das, wir haben gemacht, gedankt und die cool bleiben und unsere Dinge machen in den Platz. Aber eine Sache noch, warum nur mit der Gabel? Ja, in Italien normal, wir brauchen nicht die Löffel. Kein Löffel? Kein Löffel. Siehst du, da habe ich das gelernt. Also guten Appetit. Fazit, gut gegessen ist halb gewonnen und gelöffelt wird nicht.